So, ich bin jetzt mit dem Rad in Immenstadt angekommen und möchte mir mal hier jetzt so das Zentrum angucken. Da soll es auch eine schöne Altstadt geben. Erstmal geht es durch so eine schöne bunte Unterführung hier. Und dann direkt Blick auf Kirche und Turm. Da ist Verlass drauf, wenn man im bayerischen Raum unterwegs ist. Schöne Kirchen gibt es auf jeden Fall immer zu sehen. Und neben der Kirche geht es jetzt schön rein in die Altstadt. Auf dieser Seite hat man schön den Bachlauf, der dann im Grunde hier oberirdisch, ja, zumindest optisch weiterführt. Ist er natürlich nicht, aber es ist schön gemacht, auch mit diesen einzelnen Skulpturen hier. Wie zum Beispiel auch hier die Kühe, die ja so beim Herdenabtrieb dann auch schön geschmückt werden. Ne? Wenn die 100 Tage auf den Berge waren und dann kommen die ja wieder zurück ins Tal. Ja, und dieser Wasserlauf, der schlängelt sich jetzt hier so runter Richtung City. Was hier natürlich immer ein Hingucker ist, hatte ich ja vorhin erwähnt, die Kirchen, aber auch dann der Hintergrund. Hier mal ganz gut zu erkennen. Hier nochmal vom Nahen das Ganze. Hier ist übrigens auch der Iller-Radweg, falls einem das was sagt zur Orientierung. Dann geht's direkt weiter in die Kapuzinergasse. Auch wieder Richtung Kirche. Hier führen alle Wege Richtung Kirche, fühlt sich zumindest so an. Hier kann man das noch mal ganz gut erkennen. Mehr gibt es hier nicht. Also ich dachte auch, weil das im Reiseführer extra erwähnt ist, dieses Örtchen, das wäre doch mehr, aber das ist wohl nicht der Fall. Daher werde ich jetzt weiterfahren.